Zombie Apocalypse. NEF-1 geht auf Status 4, am Einsatzort eingetroffen. Wir schauen uns jetzt erstmal an, was wir jetzt hier eigentlich für einen Notfall haben. In diesem Sinne, liebe Freunde, grüße ich euch hiermit recht herzlich zurück zu einer neuen Folge vom Landwirtschaftssimulator 17 mit der Feuerwehrmod. Schön, dass du wieder mit dabei bist hier bei einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Wir wurden soeben alarmiert zu einer Person, die es anscheinend nicht so gut geht. Also die junge Frau sitzt hier gerade auf der Straße bzw. auch zur Hälfte auf einer Grünfläche. Anscheinend kann sie nicht mehr richtig laufen. Sie hat anscheinend ein paar Probleme. Ihr ist anscheinend sehr schwindelig. Und ich glaube, wir können auch gleich mal den RTW dazu holen. Der wäre jetzt eigentlich auch als erstes hier, aber ich war gerade in der Nähe und bin jetzt einfach mal hingefahren mit diesem wunderschönen NEF. Das ist ein NEF, der gerade in der Testphase ist. Also es wird entschieden, ob der bei uns in der Nähe stationiert wird oder ob der in der Nachbarfeuerwehr bleibt. Das ist immer noch so ein kleiner Punkt, an dem man noch so ein bisschen basteln muss, sage ich mal. Es könnte sein, dass er vielleicht zu uns kommt, aber die Chancen stehen erstmal gar nicht so gut. Denn das Finanzielle ist da wieder leider nicht gerade so gegeben. So, dann switche ich mal ganz kurz rüber. Nee, in das Auto wollte ich nicht. Wir steigen jetzt erstmal ein in den RTW. Der RTW ist ja schon bereit. Der ist ja hier, wie man das immer schon kennt, in der Berufsfeuerwehr. Und der rückt natürlich jetzt aus zu diesen ganz spektakulären Einsatz. Der RTW wird wirklich in letzter Zeit so häufig gebraucht, also das ist schon echt heftig. Aber trotzdem, das gehört dazu, auch zur Feuerwehr bzw. zu einer Berufsfeuerwehr gehört auch ein RTW. Deshalb ist es auch ganz, ganz wichtig, dass wir auch rechtzeitig immer ausrücken. Ist ja auch kein Wunder hier bei diesen extrem heißen Temperaturen, dass da mal irgendwie der Kreislauf verrückt spielt, man Kopfschmerzen bekommt, das einen schlecht ist. Also das ist schon ganz normal eigentlich. So kann man eigentlich ein Fazit ziehen von den letzten Jahren, also die man bisher so gefahren hat. Also was man da wirklich für Einsätze hatte. Ja, das spielt das gerade so ein bisschen wieder. Also wir haben gerade aktuell, ja, ist glaube ich noch Vormittag. Ach nee, Mittag sogar. Wir haben jetzt ungefähr 20 Grad. Ist noch gar nicht so warm, aber heute wurde angesetzt irgendwie anscheinend 32 Grad oder so. Das ist schon ganz schön heftig, also damit kommt auch nicht jeder klar. Aber hoffentlich wird sie das gleich klären. Was jetzt hier eigentlich los ist mit dieser jungen Dame. So, da ist jetzt auch schon eine RTW der Berufsfeuerwehr von Schönefeld am Einsatzort eingetroffen. Die sind ja erstmal auf Status 4 gegangen und dann schauen wir jetzt mal ganz kurz, was die Person jetzt hier eigentlich benötigt. Es könnte vielleicht auch Mangel sein, vielleicht, wir wissen es nicht, aber auf jeden Fall braucht sie Hilfe. Also sie war anscheinend, hat sie uns gerade erzählt, an diesem See, war auch baden. Das klingt schon ganz schön danach, dass sie da irgendwie was konsumiert hat. Vielleicht ist da irgendwas passiert, vielleicht sind sogar Algen schuld daran. Das wissen wir bisher noch nicht. Deshalb ist jetzt auch der Notarzt ausgerückt, weil wir halt diese aktuelle Situation nicht konkret jetzt einschätzen können. Wir sind mal sehr gespannt. Vielleicht kommt das jetzt noch raus, vielleicht aber auch nicht. Also ich tippe mal jetzt hier ganz grob einfach mal auf Blaualgen, weil diese Symptome sind jetzt eigentlich sprechen dafür, dass da jetzt wirklich irgendwie was passiert ist. Mit Blaualgen sollte man natürlich schon aufpassen, aber laut dem Notarzt, er meinte schon, nee, also das ist anscheinend wirklich der Kreislauf, der verrückt spielt. Aber um sicher zu gehen, würden wir die Person auch dann erstmal ins Krankenhaus mitnehmen.
So, die wird jetzt erstmal hier untersucht von den netten Kameraden aus dem RTW. Ich platziere euch die mal ganz kurz hin, damit ihr auch hier sehen könnt, aha, hier passiert gerade was und die Person wird behandelt. So, da stellen wir ein paar Leute hin. Dann haben wir hier noch natürlich noch eine wunderschöne Trage. Die haben wir gerade aus dem RTW genommen. Die bringen wir mal gleich dahin zu der Frau. Oh, jetzt. Ups, nee. Also so war es jetzt natürlich auch nicht geplant, dass ich jetzt hier so über dem NEF stehe. Nee. Siehst du, da musst du immer so ganz schön aufpassen, was du da machst, aber es sieht trotzdem lustig aus. Wir können ja Carol noch daneben stellen. Nee, das ist Quatsch. Also ich weiß, die letzten Videos waren ein bisschen crazy, ein bisschen verrückt. Aber heute wird es auf jeden Fall nicht so werden. Oh, ich dachte gerade, die hat keinen Kopf. Das sah auf den ersten Blick erstmal so aus. Hat sie eigentlich erst nicht? Ah, ist eigentlich eine Polizistin, verstehe. Aha, die wurde halt anscheinend als Notärztin bzw. Rettungssanitäterin umgeskinnt. Ja, das ist der Kollege, der träumt schon immer von Fliegen. Auch mit der Trage, da macht er keinen Halt. Aber gut, also die Kameraden haben alles unter Kontrolle. Ich für meinen Teil habe heute noch eine besondere Aufgabe. Ich kann mir jetzt kein Auto nehmen hier. Ey, wisst ihr was? Also, bevor ich jetzt laufen muss, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen krank, aber man muss auch immer ein bisschen unterscheiden, Spiel und Realität. Pass mal auf, was ich jetzt mache. Junge Dame, hätten Sie vielleicht etwas dagegen, weil Sie kommen ja sowieso ins Krankenhaus, wenn ich jetzt einfach mal so ganz grob, also ist jetzt nur so eine Frage, so eine Frage am Rande, weil ich müsste jetzt wirklich schnell los, dürfte ich vielleicht Ihr Auto benutzen? Okay, Dankeschön, ja. Das ist nett. Ich hier als Fahrer vom NEF, vom RTW, bin jetzt erstmal so freundlich und natürlich so hilfsbereit und nehme erstmal ihr geiles Auto. Das ist eine schöne Karre. Also, das wurde mir jetzt auch ausgeliehen, liebe Freunde. Also, wundert euch nicht. Das ist jetzt alles geklärt. Das ist jetzt sehr, sehr merkwürdig. Aber solche Leute gibt es auch. Also, ich habe auch versprochen, das Auto dann ins Krankenhaus zu bringen und natürlich keinen Unfall zu bauen. Ja, ich weiß. Den einen Reflektor habe ich da gerade voll mitgenommen. Aber solange das Auto das Heile übersteht, dann ist doch alles in Ordnung. Denn, liebe Freunde, ich habe jetzt noch eine wichtige Sache, die ich euch hier gerne mitteilen möchte. Das seht ihr natürlich auch schon am Titel und am Thumbnail vielleicht auch. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich das sofort euch hier zeige. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal, wie man das gerade gesehen hat, in das kleine Örtchen namens Kleinstadt. Denn da spielt sich gerade etwas Neues ab. Da steht anscheinend wieder ein neues Einsatzfahrzeug. Und was das für ein Fahrzeug ist, liebe Freunde, das erzähle ich euch nach dieser extrem langen Rotphase. Ich kann euch versprechen, es wird sehr interessant gleich. Das ist auch ein Fahrzeug, was man so, ich sag mal, nicht häufig im LS sieht. Ich glaube, in den letzten Teilen, also LS15 oder so oder LS13, gab es so ein Fahrzeug schon. Aber das Fahrzeug, ihr seht es ja schon rechts im Video, das ist auf jeden Fall etwas ganz Besonderes, weil ich muss dazu mal eine kleine Geschichte erzählen. Also da räume ich jetzt mal wieder so ein bisschen meine Feuerwehrgeschichten raus, denn ich war ja auch selber mal aktiv in der Feuerwehr, auch in der Jugendfeuerwehr. Ich habe da wirklich alles durchgehabt. Deshalb, liebe Freunde, Trommelwirbel, ups, oh, oh Gott, ein Glück ist da eine Hecke, die ist so ganz, ganz flauschig. Da ist nichts passiert vorne, also das ist ja auch, oh meine Güte, das ist aber auch eine Karre, ne? Krasser Scheiß, also die war anscheinend hier bloß auf Achse heute, wollte einfach mal zum See ganz entspannt fahren und jetzt geht die Tour ins Krankenhaus. Tja, liebe Freunde, es geht los. Ich stelle euch heute ein neues Fahrzeug vor, ein geiles Einsatzfahrzeug, vielleicht für demnächst auch schon für die Freiwillige Feuerwehr von Kleinstadt. Es ist ein ganz besonderes Fahrzeug, denn es ist ein Ello, ein IFA Robur, ein Fahrzeug der Superlative. Es ist einfach ein Kindheitstraum. Es ist ein wunderschönes Fahrzeug, das mir hier zur Verfügung gestellt wurde. Wundert euch nicht, da sind noch Rundumleuchten auf dem Dach. Die werden versprochen noch von dem Modder geändert. Also das Fahrzeug ist komplett noch nicht fertig. Da wird auf jeden Fall noch sehr viel dran geschustert, sehr viel gearbeitet. Da kommt auf jeden Fall Blaulicht drauf. Martinshorn besitzt es aktuell auch noch nicht, also da wird auf jeden Fall noch sehr viel gefixt, sehr viel daran gearbeitet. Es ist sozusagen noch eine Beta-Version, beziehungsweise eine frühe Alpha von diesem Robur-Fahrzeug. Das ist einfach ein wunderschönes
Fahrzeug für eine FF, finde ich einfach, weil hier hast du wirklich alles Mögliche drauf. Ist auch wie auf den modernsten Fahrzeugen heutzutage. Hier ist auch alles so drauf, wie auf, wie gesagt, halt bei den modernen Fahrzeugen. Also hier hast du eine Tragkraftspritze, du hast hier sämtliche Schlauchtragekörbe, du hast Pylonen, du hast für die Verkehrsabsicherung Weitblitzer, Weitwarnblitzer, dann hast du hier sämtliche Schläuche, einen Ventilator zum Auslüften, dann ein Feuerlöscher, dann eine kleine Bank. Hier unten geht's weiter. Das ist, achso, das ist ein Scheinwerfer, also um den Einsatzort auszuleuchten. Dann hast du hier einen Bolzenschneider, okay. Ansonsten kenne ich das bei mir noch. Also früher war ich auch in der Feuerwehr, ne? Also habe ich ja gerade schon erzählt. Ich war auch sehr lange da, also über 10 Jahre jetzt waren es schon, aber laut dann meinen Umzuges bin ich dann leider nicht mehr in der Feuerwehr gewesen und sozusagen ist YouTube jetzt sozusagen meine Feuerwehr. So ein Feuerwehrersatz. Also, jedenfalls war es bei mir so früher. Ich bin mit diesem Fahrzeug aufgewachsen, früher in der Jugendzeit. Also da war es wirklich etwas ganz, ganz Besonderes. Da hatten wir bei unserem Fahrzeug, sage ich mal, wirklich die Plane auch. Das ist genauso wie jetzt hier, bloß dass man die runter machen konnte. Und da waren, glaube ich, auch Fenster in der Plane drin, dass du durchschauen konntest. Hinten war immer offen, das war immer richtig cool. Da hattest du mal hier so eine Einstiegshilfe. Da konntest du mal so rauflaufen und dann konntest du die beiden Klappen öffnen, also die Türen sozusagen, zum Ein- und Aussteigen. Dann war es halt drin. Und bei uns war es so, bei unserem Modell, wir hatten in der Mitte eine Bank und da konnten links einer sitzen und rechts einer sitzen und dann halt die volle Länge. Also da konnten dann, ich weiß nicht, 4 Leute drauf sitzen in einer Reihe. Dann hat man auf dieser Seite noch eine Bank und auf dieser Seite noch eine Bank. Also da hat so viel raufgepasst, das ist Wahnsinn. Und dann hatte man hier vorne sozusagen noch so einen kleinen Ausschub. Da hast du auch so eine Klappe geöffnet. Dann, also so ähnlich wie hier, ist bloß ein bisschen klein geraten, also ist schon ein bisschen größer. Dann konntest du da sozusagen eine TS rausziehen. Also das war richtig, richtig geil. Die konntest du sozusagen rausschieben und dann konnten halt Kameraden auf jeder Seite, also 4 an der Zahl, konnten das Ding dann hochheben und dann irgendwo hinstellen nach Belieben und das für den Einsatz benutzen. Also das fand ich mal richtig cool. Ansonsten, das Fahrzeug sieht fast genauso aus wie unseres. Also das ist Wahnsinn, das ist sowas von geil. Vorne hatten wir auch eine Pumpe, bin ich der Meinung. Das weiß ich aber wirklich jetzt gerade gar nicht. Vielleicht kann ich euch das mal demnächst irgendwann mal zeigen oder mal nochmal deutlich erklären, wie das bei uns war. Aber ich glaube, hatten wir eine Pumpe? Ich bin mir nicht sicher. Also ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall, was noch bei uns mit dran war, wartet mal, war das nicht hier auch? Ich guck mal ganz kurz. Nö. Also hier ist es anscheinend nicht. Wir hatten jedenfalls hier nochmal so eine Einklickhaken. Da war ein Feuerwehrspaten drin und nochmal eine Axt oder so. Oder ich weiß gar nicht, was genau da noch dran war. Eine Schippe auf jeden Fall. Wartet mal, ich bin doch nicht blöd. Ich habe das doch gesehen hier gerade. Also, switch mal ganz kurz hier mal zurück zum Robur. Das Bildchen müsste ja hier irgendwo kommen gleich. Ach, das sind halt so viele Mods, ey. Da musst du erstmal hier die Augen aufhalten, damit du erstmal das Richtige findest. Nee, wartet mal ganz kurz, ich kann ja hier einfach mal das Bild zeigen hier. Da, guck mal, genau, eine Feuerwehraxt und eine Schippe. Genauso wie auf dem Bild war das bei uns auch und ist in der Mod jetzt leider nicht so. Ist anscheinend ein anderes Bild irgendwie. Ach, sieht man ja auch hier, hier ist ja keine Pumpe vorne dran. Ah, das ist ja schade. Also das war auf jeden Fall bei uns so, das fand ich immer so richtig cool. Da bist du ausgestiegen, so ganz locker als Fahrer. Natürlich rückwärts, das war mal sehr, sehr gefährlich, da bist du sehr schnell abgerutscht mal von dieser Stange. Und dann konntest du einfach so zack den Spat nehmen und dann konntest du losschaufeln, das fand ich mal so geil. Das war schon etwas sehr, sehr Besonderes. Außerdem, ich glaube, wir hatten auch diesen Ersatzreifen, das ist einfach nur special, aber war ein bisschen unhandlich, den nochmal rauszuholen da. Also wenn man den wirklich gebraucht hat, wenn man wirklich mal einen Reifenpatzer hatte, dann war das schon sehr schwierig, den da rauszuholen. Also da brauchst du schon mindestens 2 Mann, damit du den da ordentlich rausbekommst. Ja, ansonsten ist eigentlich alles so wie beim Alten. Auch hier das Feuerwehrschild, das hatten wir auch. Das ist so geil. Das sieht einfach nur so cool aus. Ich fühle mich gerade irgendwie wieder 10 Jahre zurück. Also so, als ob ich gerade in die Feuerwehr gekommen bin und ich so staune über dieses große Einsatzfahrzeug mit Blaulicht, das alles in Rot. Ah, herrlich. Nee, das ist wirklich richtig cool. Das freut mich einfach so wirklich. Ja, ich weiß, die meisten Leute von euch mögen vielleicht auch ältere Autos nicht. Zum Beispiel jetzt hier der Elo Robur. Es ist einfach, ja, es ist auf jeden Fall etwas, wo Kindheitserinnerungen wieder wahr wären. Aber trotzdem, ja, es hat sich viel getan in der Feuerwehrgeschichte. Heutzutage hast du ja große Einsatzfahrzeuge über, weiß ich nicht, das ist ja Wahnsinn, was du da heutzutage alles so bekommen kannst und was da für Ausrüstung drauf ist. Also das war hier früher alles
was man mitnehmen konnte, das ist einfach nur herrlich gewesen. Abgesehen auch mal davon, bevor ich jetzt gleich mal losfahre und einsteige, oder einsteige und losfahre, hatten wir auch eine Anhängerkupplung und dann sogar auch noch einen TSA. Also der sieht genauso aus ungefähr wie der, bloß dass wir oben keine Schläuche drin hatten oder kein Bindemittel oder was das alles ist. Ein Kanister hatten wir auch nicht. Wir hatten da oben schon so eine Art, ich sag mal, so einen kleinen Korb, kann man so nennen, ja, so ein großes Gitter halt, und da konnte man halt die Schläuche draufpacken zum Trocknen. Das war mal richtig cool. Also nach dem Einsatz konntest du einfach oben reinschmeißen da und dann rüberfahren ins Gerätehaus und dann konntest du die gleich auf den Schlauchturm aufhängen. Das war mal extra dafür gemacht. Hier sind auch Saugeschläuche drauf, also Arschschläuche. Genau, das wollte ich noch erzählen. Die hatten wir hier oben, sozusagen am Himmel, dran zu kleben. Also was heißt denn dran zu kleben? Also die konntest du oben, da war so ein kleines Schubfach, da konntest du über die ganze Länge vom Fahrzeug konntest du die reinschieben. Ich glaube, wir hatten sogar 4 Saugschläuche. Also hier, das ist Wahnsinn, was wir alles da unterbekommen haben. Und was ich mal so besonders cool fand früher, ne, also es sind ja schon extrem geile Fahrzeuge, die auch sehr hoch gelegen sind. Dieses Teil ist ungelogen überall durchgekommen. Das Ding hat so viel mitgemacht, also wie oft man durch Schlaglöcher geeiert ist mit einer erhöhten Geschwindigkeit, wie man durch jedes Wetter, durch jeden Tag, durch jede Situation einfach durchgekommen ist. Das ist sowas von krass, wie lange auch so ein Fahrzeug durchhält. Also das sind natürlich immer noch die älteren Sachen, ne? Und die ziehen natürlich bis heutzutage noch durch. Ich kenne ganz viele Wären noch, die in Ello auch selber besitzen noch und seid einfach stolz darauf. Bitte schmeißt das Fahrzeug nicht in die Ecke, geht gut damit um. Wenn nicht, wenn das ausrangiert werden soll, stellt das bloß ins Museum, damit ich mir das anschauen kann. Also ja, es ist wirklich, wie gesagt, etwas ganz, ganz, ganz Cooles. So. Dann würde ich mal sagen, steigen wir mal ein in die gute Stube. Genau, so sah es auch aus. Das ist so geil. Herrlich. So, das schöne Lenkrad, genau. Hier Licht. Der Blinker funktioniert wunderbar. Dann liegt den Feuerwehrhelm. Dann der Gruppenführer, die Weste für den Gruppenführer. Dann hier sozusagen so ein Ablagefach in der Mitte. Dann ganz viele Funkgeräte. Dann hast du eine Dachluke. Das Ding hatten wir auch. Da konntest du oben rausschauen. Das fand ich auch mal sehr, sehr lustig. Ist auch cool, gerade in heißen Sommertagen. Machst du einfach den Deckel oben auf und dann kriegst du da schön ordentlich Luft beim Fahren. Hier ist eine Halligentür noch und noch eine Feuerwehraxt. Okay, also das hatten wir bisher nicht drauf. Ja, die Spiegel funktionieren wunderbar. Da würde ich mal sagen, schmeißen wir mal die Karre an. Also das hört sich auch fast originalgetreu an. Also ich weiß nicht, ob das jetzt genau vom echten Auto, vom echten IFA Robur benutzt wurde. Aber unser hat sich so, ja, so ähnlich angehört. Also der hat immer so ordentlich losgezischt, sage ich mal. Das kann man schwer beschreiben. Aber das kommt schon wirklich sein Original sehr, 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 sehr nah. Ich schalte mal ganz kurz hier in Anführungsstrichen das Blaulicht an. Ja, das ist noch eine Rundumleuchte. Das wird sich auf jeden Fall auch noch ändern. Und bei unseren Fahrzeugen war es so, da hatten wir hinten noch hier, ich glaube auf der rechten Seite, so eine kleine Kennleuchte. Das war mal cool. So, okay. Da würde ich mal sagen, machen wir mal das Licht an. Oh, das ist aber original hier, ne? Das ist ja nicht original, meine ich. Also original, weiß ich nicht. Das sieht aus wie Tagfahrlicht, Mensch. Bei so einem älteren Fahrzeug ist das nice. Also ehrlich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich finde das einfach nur spitze. Ich würde jetzt am liebsten meine ganz modernen Fahrzeuge weghauen und dafür nur das Fahrzeug benutzen. Das ist einfach nur, das ist himmlisch. Das gibt es einfach viel zu selten. Gerade in einer Feuerwehrsimulation oder im Landwirtschaftssimulator. Ist schon sehr, sehr schade. So, dann mal den TSA dran und dann geht die wilde Fahrt auch schon los. Boah, guckt euch das an. Was da für Abgase rausgeschossen kommen. Extrem krass. Ach, Leute. Ihr wisst gar nicht, wie happy ich gerade bin. Also ich fühle mich gerade so richtig wohl irgendwie. Und ich fühle mich auch gerade irgendwie genauso wie früher, als ich wirklich das erste Mal damit gefahren bin. Also mitgefahren. Was heißt mitgefahren? Also nicht gefahren, sondern mitgefahren, ne? Unbeschreiblich. Uiuiui, oh, die Bremsen, ja, die quietschen natürlich auch. Das ist klar. So, fahren wir mal einmal hier rum, so eine kleine Runde. So, bleiben wir mal ganz kurz stehen. Oh. Ich sehe gerade. Ah, guck mal. Das Licht funktioniert ja nicht richtig. Also der Warnblinker.
Das steht anscheinend. Also wie gesagt, das ist ja noch eine frühe Alpha- bzw. Beta-Version. Also das kommt später dann noch. Also später hat das Ding Blaulicht. Sieht besser aus. Was sieht da? Nein. Nee, das war ein Spaß. Also das sieht schon echt verdammt geil aus. Nee, also jedenfalls wird das demnächst dann noch überarbeitet. Und wundert euch jetzt nicht, falls ihr jetzt neu eingeschaltet habt, damit das hier keine Blaulicht hat. Und genau. So. Und, achso, dass die Warnanlage nicht funktioniert. Ordnungsgemäß. Genau. Also der Warnblinker. Vielleicht gibt es auch Funktionen, dass man hier irgendwas öffnen kann. Also das würde mich richtig freuen. Also die Plane runterrollen, die Tür öffnen, irgendwie so ein Schubfach hier rausschieben. Oh, das wäre so geil. Aber ich bin damit schon mal sehr, sehr, sehr zufrieden, ehrlich gesagt. So, ich weiß nicht, kann man hier irgendwie... Ach, das geht gar nicht, wa? Oh, der ist ja nicht mal zugelassen. Oh, feier. Wenn da die Polizei irgendwie sieht hier. Meine Güte. Okay. Ja, ich weiß nicht, was ich euch jetzt zeigen soll hier. Ich wollte eigentlich gerade so eine Art Einsatz hier durchführen, aber das ist gerade ein bisschen schwierig. Weil es gerade kein Einsatz ist und es keinen Einsatz gibt. So, umso besser. Dann fahren wir einfach mal so ein bisschen hier um so Hut. Im kleinen Dörfchen. Was ich immer cool fand bei diesen Fahrzeugen, also wenn das Ding wirklich seine Höchstgeschwindigkeit erreicht hat, dann hat sich das immer so geil angehört. Also so... Also wie gesagt, man muss es miterlebt haben früher. Also vielleicht kennt man das Fahrzeug noch oder jetzt gerade aus seiner eigenen Wehr. Man kann es einfach nicht richtig beschreiben, weil man das einfach nicht mehr kennt. So, ne? Das ist halt... Das ist alte DDR-Technik, die man hier gerade bewegt. Und auch mit Anhänger schafft das Ding einfach alles. Aber hier kommen wir anscheinend nicht mehr weiter. Was? Hier sind Forstarbeiten, ja? Ach so. Ich habe mich schon gewundert letztens, warum wir hier nicht mehr durchfahren dürfen. Das ist anscheinend jetzt ein Naturschutzgebiet und so weiter und hier darf anscheinend nichts weiteres gemacht werden. Wartet mal ganz kurz. Was mache ich mit den Anhänger gerade? Oh weia. Oh mein Gott. Wollte schon sagen, ich bin nur irgendwie... Ich habe doch gerade irgendwas knallen gehört. Ist anscheinend gegen das Auto gerast gerade, der Anhänger. Ist schon echt cool. Also so eine Art Offroad hier gerade zu fahren... Uiuiui. 80 km/h. Uiuiui. Aber jetzt wird das Ding dann aber wissen. Jetzt geht richtig ab hier. So, dann würde ich erstmal sagen, stellen wir das zurück wieder hier in die Nähe der FF. Jetzt stellen wir erstmal hin hier, irgendwie auf den Parkplatz. Denn ich weiß noch nicht, wie genau ich das jetzt machen soll. Also ich möchte es schon gerne jetzt in die Wache stellen. Aber einen Punkt gibt es. Also da kam ja vor kurzem erst ein Fahrzeug. Und das ist natürlich auch modernes. Ne? Ist ein TLF mit sehr viel Wasser. Und hier mit diesem Fahrzeug, ja, da hast du natürlich, ja, ich sag mal, zu den modernen Fahrzeugen jetzt nicht gerade die Gelegenheit, das irgendwie auszutauschen. Denn die haben dann natürlich dann schon ein bisschen mehr Ausrüstung mit dabei, haben mehr Wasser, sind moderner und ja, natürlich würde ich jetzt lieben gerne ein Fahrzeug einfach austauschen, aber die sind halt zu wichtig, zu wertvoll, da natürlich hier immer mehr Einsätze wären von Jahr zu Jahr in Kleinstadt und in den umliegenden Dörfern. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir auch sehr schnell zum Einsatz losdüsen können, denn beim Robur kann es manchmal auch so sein, dass einfach das Ding nicht anspringt, also da muss schon irgendwie alles tippitoppi sein, aber... Bei diesem Fahrzeug muss man sagen, hier ist ein neuer Motor drin. Also, ne, das ist auf jeden Fall modernste Technik jetzt da drin. Wir können das Ding sehr gerne benutzen. Ich würde es aber gerne als drittes Fahrzeug benutzen. Also, wenn euch das recht ist, liebe Freunde. Ich würde das irgendwie erstmal hier, ja, auf den Parkplatz stellen. Mein Gott, wenn nicht unter den Unterstand oder so oder hier irgendwie noch was hinbauen, dass das Fahrzeug da ganz entspannt locker stehen kann. Das würde ich gerne, gerne machen. Also, wie gesagt, drei Fahrzeuge, das ist dann erstmal Maximum für die FF von Kleinstadt. So viel hatte ich mir wirklich nie vorgestellt. Also zwei sollten eigentlich mal die Grenze sein. Aber da ich jetzt hier aktuell so geflasht bin vor diesem Fahrzeug, muss ich einfach sagen, ja, das benutze ich auch noch mit. So, ja, liebe Freunde, ich komme erstmal gar nicht aus dem Staunen mehr heraus, weil ich das einfach liebe. Ich würde das Video jetzt auch noch gerne in die Stunden ziehen, aber das läuft schon wieder so ein bisschen lange und ich würde sagen, wir machen erstmal so einen kleinen Cut rein und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder im nächsten Video. Vielleicht dann auch mit einer neuen Version, vielleicht dann auch mit einem neuen Einsatz und vielleicht dann auch ein Einsatz mit den Robur. Wenn ihr Bock darauf habt, liebe Freunde, dann
Würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir das mal in die Kommentare hauen würdet. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr auch mal ein Däumchen nach oben da lassen würdet. Und abonnieren dürft ihr mich natürlich auch sehr lieb gerne. Ist kostenlos, könnt ihr gerne machen, darf jeder. Und wenn ihr das gemacht habt, aktiviert doch bitte mal die Glocke, weil ansonsten werdet ihr leider nicht benachrichtigt. Das ist leider YouTube 2020. Finde ich ein bisschen schade, aber gut. Glocke aktivieren, abonnieren, Daumen nach oben da lassen und Feedback da lassen. Das sind so die ganzen Sachen, die ich von euch verlange. Das müsst ihr nicht machen, um Gottes Willen. Das ist alles freiwillig und kostenlos natürlich. Und ja, was soll ich groß dazu sagen, liebe Freunde? Ich hoffe, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bevor ich das jetzt beende, viele Grüße gehen raus an Toni, der mir das Fahrzeug hier freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Ich habe mich sehr gefreut darüber. Also wie gesagt, man hat es sicherlich gemerkt, es ist einfach ein Kindheitstraum. Das sage ich jetzt noch einmal. Ich weiß, ich habe das bestimmt schon gefühlt 100 Mal gesagt in diesem Video. Es macht Spaß damit. Es ist mein Favorite, ehrlich gesagt. Hier, mein Favorite-Fahrzeug von FF. Liebe Freunde, wisst ihr Bescheid. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Macht's gut. Bleibt gesund. Bis dahin. Ich zische jetzt erstmal ein Bierchen. Bis dahin. Ciao.